Unter der Flagge des Dreielbenlandes grüße ich euch aus dem Vor von Neugedungen, meine lieben Freunde. Und von hier aus will ich aufgehen, mein neues Projekt, mein Geschenk an Opa Zeron, einen ganz besonderen Bau, zu machen, zu verrichten, der als Vorbild was ganz Besonderes hat. Ihr wisst ja... Naja, du bist auch langsam. Ihr wisst ja, dass der Zeron und ich ein gemeinsames Hobby haben, nämlich das Rollenspiel. Und dort haben wir vor nicht allzu langer Zeit in einem Abenteuer ein ganz besonders tolles Gebäude erkundet. Und nach dem Vorbild will ich ihm ein Schloss bauen. Das Schloss Hammerson. Aber, ja. Wisst ihr was? Ich gehe zu Fuß. Ich suche mir einfach selber neue Pferde. Das hier sind ja eh die Pferde des Herlagers. Außerdem entsprechen sie nicht meinem Qualitätsstandard. Das Schloss Hammerson. Und, um das zu bauen, brauchen wir erstmal einen geeigneten Platz. Und es wird nicht nur ein Schloss. Da gehört noch viel mehr dazu, zu dem Schloss. Ach ja, ich habe ja einen Atmungshelm. Guck mal. Oh, schön. Das kann ich wenigstens vernünftig sehen unter Wasser. Zu dem Schloss gehört nicht nur ein Schloss, sondern auch Nebengebäude, eine Schmiede, eine große Stallung. Einmal Stall, wo die Kutschen drin stehen können. Und all sowas. Also, das wird echt ein längeres Projekt. Ein großes Grundstück dann mit Irrgarten. Und mit, natürlich auch normalen Gärten. Zum Essen und Leben. Und so weiter, ne? Und ja, also wie gesagt, das wird eine gewaltige Nummer und dafür werden wir sehr viel Material brauchen und all das möchte ich mit euch in dieser Staffel möglichst gemeinsam machen. Natürlich wird es Folgen geben, wo ich Fleißarbeiten wie Dachdecken oder sowas dann wieder zwischen den Folgen machen, keine Frage. Aber den Großteil, also alles Farmen und ich mag dieses Wort Farmen nicht, weil es blödsinnig ist. Alle Ressourcen beschaffen, alle Rohstoffe beschaffen und dann die großen Bauarbeiten und so. Das möchte ich alles mit euch gemeinsam machen. Vielleicht sogar, wenn es mal so größere Sachen sind, wie eben Mauer ziehen, Dachdecken oder was auch immer, dass wir das tatsächlich mal in einem Livestream machen. Vielleicht fange ich damit auch mal wieder an. Aber das muss ich erst noch gucken. Da muss ich mich noch für überwinden. So, Zeron meinte, dass hier Tafelberge in der Nähe sind. Ich dachte jetzt, es wäre jenseits dieser Wüste. Deswegen laufe ich auch erstmal in diese Richtung. Aber das kann ja auch jenseits dessen hier sein. Jenseits dieser, wie heißt es, Savanne. Ach, Neugedungen. So weit weg von Hundsgrab. So urtümlich. Und bisher keine Zeichen von irgendwelchen Feinden oder Amazonen. Vielleicht sind die schon längst nicht mehr. Vielleicht haben die sich zurückgezogen. Vielleicht hat Morgul, der Magier, sie unter seinem Bann und nutzt sie an anderer Stelle. Hier scheint zumindest alles friedlich. Wüste ist allerdings genau das Gegenteil von dem, was ich brauche. Aber ich werde in weitem Raum das Gebiet jetzt erstmal um das Herlager erkunden. Und das macht ihr mit mir gemeinsam. Damit wir erstmal den passenden Platz finden. Der soll auch nicht so ewig weit weg sein vom Vor, weil... An- und Abreise. Und es soll ja ein Schloss für Opa Zeron werden. Eines, wo er Ferien machen kann. Ein Urlaubsschloss sozusagen. Und da soll er ja dann nicht noch ewig weiter mal reisen müssen. Natürlich werde ich dann auch von dem Ort, wo wir es bauen, eine Straße rüber zum Vor errichten müssen. Von dem her, es gibt viel zu tun. Lassen wir es sein. Nein, natürlich lassen wir es nicht sein. So, hier ist Wüste. Vielleicht muss ich auch in den Norden gehen. Vielleicht war das Tafelgebirge auch im Norden. Aber irgendwie dachte ich jetzt so Wüste. Ist wahrscheinlicher, dass es denn hier irgendwo ist. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht erinnern, ob ich hier schon mal in der Wüste war. Ich war ja auch hier tätig am Vor, wie wir alle, die wir da mitgemacht haben. Aber das ist jetzt natürlich schon eine Weile her und ich weiß nicht, wie lange es ist. Übrigens, diese abgenutzte Spitzhacke und auch die Axt, die lohnen sich nicht mehr zu reparieren. Die werde ich jetzt einfach aufbrauchen. Man kann die ja noch nicht einschmelzen und daraus Diamant-Nuggets kriegen oder so.
wie das jetzt mit Eisenwerkzeugen geht. Ideal wäre es natürlich, wir finden irgendwo ein Pferd, das dann mitnehmen könnte. Da müsste ich nämlich nicht so viel laufen. Das überlege ich gerade, wir sind ja... Sind ja echt weit vom Schuss. Vielleicht entdecken wir, also ihr und ich, ja tatsächlich noch, irgendwie so Papageien. Ein Zeronsee nicht bei Kummern Huhn gefunden hat, was er aber nicht hat, glaube ich, soweit ich weiß. Er ist ja weit weg und die Nachrichten dauern ja immer eine Weile, bis sie uns ankommen. Ich habe gehört, dass diese Vögel wunderschön sein sollen und ich mag Vögel. Und das wäre natürlich perfekt für sein Ferienschloss, wenn er da dann auch noch so eine Art kleinen Tiergarten hinbekommen würde. Das ist eigentlich eine super Idee, ein Tiergarten. Stell dir mal vor, mit einem wilden Ozelot, aber die lassen sich nicht fangen, leider. Na, wir laufen mal in diese Richtung weiter. Mensch, Tafelberge müssten doch dann hier... Ah, Pferde. Ich sehe sie. Hallo, Pferdis. Oh, man seht ihr schon, wenn ich Pferde sage, wirft Mojang mich sofort zurück. Er kennt nämlich das schon. Schimmel. Schöne weiße Schimmel. Wie die in Hundsgrab. Oh, du bist ein starkes Pferd, mal gucken. Doch schnell bist. 4. Auf jeden Fall bist du widerspenstig. Das gefällt mir. Aber nicht zu sehr. Das gefällt mir auch. Und du bist total langsam. Das gefällt mir nicht so. Ja, total langsam auch nicht. Aber bist auch nicht schnell. Und du? Mal gucken. Ja, wird jetzt wieder eine Zureiter-Episode. Was soll's. Na los. Hab mich lieb wie deine Bruder, Schwester, wie auch immer. Geht doch. Du bist ja noch langsamer. Du scheinst ein bisschen hibbeliger zu sein. Du hast Feuer. Feuer unterm Hintern. Ja, ja. Wird dir ja Brot geben, aber das magst du nicht. Oho, bleib hier. Aufgesprungen. Spinne? Nein, bitte, jetzt doch. Du bist so ein Mittelklasse-Pferd. Nicht schnell, nicht langsam. Du kommst in die engere Auswahl. Hier, gelbe Blume dafür. So, und du bist, glaube ich, der Letzte, der noch nicht zugehört ist. Oh, und du bist ein starkes. Und du bist auch noch schnell bist, dann wärst du das perfekte Pferd. Aber da drüben sind ja sonst noch die Braunen. Bleib mal brav hier, mein Freund.
schon wieder dunkel. Jetzt lass dich schnell zureiten, wir müssen schlafen. Na, guck dich an, du bist gediegen schnell und bist auch noch stark. Du bist eigentlich ein ideales Pferd für mich. Allerdings, es geht schneller. Also, ihr kennt mich. Ich bin da... Was Pferde angeht, die sind nun mal meine Leidenschaft hier bei Minecraft. Und, ich bin da auch sehr kritisch. Jetzt können wir dich da nicht deiner Mama wegreißen. Oder deiner Mama dir wegreißen. Aber andererseits... Starkes Pferd ist ein starkes Pferd. Keine Eifersucht, mein Freund. Vielleicht kommen die Fohlen dann sogar mit. Komm schon, ja, was ist denn? Ja, du bist so ungefähr genauso schnell wie der Weiße. Der Braune hier? Meistens sind die, die weniger Hufeisen haben, auch irgendwie schneller. Das ist... oft so. Nö. Okay, dann wollen wir ja auch keine Familie auseinanderreißen. Ich habe mich mit vielen Freunden, vielen Pferden befreundet. Du kriegst jetzt die Rüstung über. Du bist jetzt mein Begleiter. Gemeinsam wollen wir durch die Gegend ziehen und vielleicht finden wir noch ein paar schnellere Artgenossen. Aber die Erkundung von Neugedungen ist jetzt wichtiger. Auch wenn wir uns gleich wieder zurückschmeißen lassen müssen. Ja, das macht eben die Ferne aus. Eisen. Ich könnte es schon gleich gebrauchen. Aber, nein, Abbaustellen werden wir da bauen, wo wir dann letzten Endes auch das Ei nehme ich diesmal mit. Wo wir dann uns letzten Endes auch unterbringen. Ah, hier, Papageien. Nee, doch nicht. Das sind nur Hühner. Noch mehr Pferde? Oder sind das die von eben? Okay, also hier ist weite Savanne. Dann sind die Tafelberge vielleicht da, in der Richtung. Ich muss mir erst nochmal überlegen, bis wie weit ich maximal weggehen kann. Vom Luftschiff, bis ich mir hier überlegen sollte, wieder umzudrehen. Nadelgehölz sieht es hier nun wirklich nicht aus. Am liebsten wären mir so Aschewälder oder so. Als Biom. Gonnickel! Euch könnte man in einer Menagerie halten. Ich bin schon ganz gespannt. Vor mir liegt ein Blumenland.
ungeheuer viel Wüstenland. Also. Oh, da hinten scheint... Aha. Bestimmt schon geplündert. Ich denke, in dieser Gegend waren ja alle schon... Kundschafter von uns. Und vielleicht sogar ich selbst, ne? Auf jeden Fall scheint hier sich die Meeresküste zu befinden. Und da hinten ist auch ein Dorf. Na, dann reiten wir dann einen Bogen nach Süden. Dann in die andere Richtung. Aber natürlich, natürlich wollen wir erstmal einen kleinen Blick hinein riskieren in diese schöne Pyramide. Wer weiß, was wir alles finden, was wir gebrauchen können. Nicht mehr viel, die ist nämlich komplett geplündert. Was ist das denn? Hier hat aber einer echt Raubbau betrieben, also... Das ist nicht archäologiekonform, was auch immer jetzt passiert. Ah, der Fluch des Stürzens. Ich nehme das mal alles mit, weil... Und auch die Truhen. Und nochmal ein Sattel. Das sind alles Sachen, die ich später brauchen werde. Oder brauchen werde können tun. Vielleicht hat sie auch eine Explosion gegeben. Das kann gut sein. Ich höre auch irgendwelches Lava blubbern. Aha. Und meine Spitzhacke hat sich tatsächlich schon aufgelöst. Dann nehmen wir jetzt erstmal die normale Haltbarkeit. Für Sandsteine reicht das völlig aus. Seltsame magische Effekte, die uns hier aufhalten. Ja, wie gesagt, keine große Überraschung, dass diese Pyramide geplündert ist. Und wie gesagt, am Ende kann das sogar ich selber gewesen sein. Na komm her, mein Freund, wir reiten jetzt nach Süden. Diese Savanne bietet uns jedenfalls nicht die Art von Landstrich, die wir brauchen. Für den Bau. Auch wenn das hier, Entschuldigung, auch wenn das hier durchaus saftiges, weites Land ist. Und sich von den Ebenen her auch gut für die Bebauung eignet. Das ist gar nicht die Frage. Höhlen, ja. Das Dorf habe ich weiträumig umrundet jetzt. Und hier spannt sich die Wüste noch viel weiter. Aber in die Richtung, nee. Ich schlage jetzt einen Bogen. Und ich möchte so alle Himmelsrichtungen um das Vor so ein bisschen auskundschaften. Ich würde es uns zurückschmeißen in der Zeit. Was manchmal auch ganz nützlich ist, dann kann man einen Umweg, den man gerade schon gemacht hat, wieder rückgängig machen. Allerdings komme ich hier nicht gut durch. Doch auf die Seite zurückkehren. Also bist du... Ups. Ich sollte nicht absteigen. Schöner Junge, aber kein guter Springer. Aber es können ja nicht alle Pferde so sein wie die Eichinger Schimmel oder die Moorbrücker Sternenrappen. Tiefe Schächte. Tiefe Tiefenschächte, die in tiefe Tiefen führen.
Wunderschön. Auch wenn der Zeiteffekt jetzt wirklich eklig wird. Bin ich denn allein? Ich bin allein in der Welt, also daran liegt es noch nicht mal. Das wird sich beruhigen, wenn ich dann eine Weile auf einem Gebiet bleibe. Ja, Freunde, und der Sonnenuntergang zeigt es an. Die Folge ist schon wieder rum. Und wir werden wahrscheinlich noch durch einiges Savannenland durchreiten, bevor wir irgendetwas anderes sehen. Die Biome, die Gebiete von Neugeding sind auch sehr weitläufig. Soweit wissen wir das, ja. Insofern werde ich mir jetzt hier am Fuße dieser Düne ein kleines Camp einrichten. So wie der Zeiteffekt mich von meinem Pferd absteigen lässt. So. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht es gut. Ciao. Oh. Da war es schon wieder Tag. Das geht schnell in der Wüste. Na, macht nichts. Hier regnet es zumindest nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.